Also meine Kamera, die lädt gerade auf, beziehungsweise ich habe ja kein Netz und kein Kabel, damit die auflädt. Das muss ich jetzt abgeben zu jemandem, der ein geeignetes Netzteil dafür hat. Und ja, in diesem Video soll es da ge darum gehen, dass ich, also ich weiß gar nicht, wenn ich so gucke, ob ich dann in die Kamera gucke. Das kann ich jetzt erst im Nachhinein sehen. Deswegen gucke ich ab und zu einfach mal aufs Display, damit ich sehen kann, ob ich noch im Bild bin und ob ich nicht meine Augen verdecke oder so. Es soll darum gehen, dass es keine richtige Ernährungsweise gibt. Es gibt keine richtige Ernährungsweise, aber es gibt trotzdem richtige Ernährungsweisen. Das heißt, es gibt für jeden Menschen eine richtige Ernährungsweise, die aber nicht unbedingt oder eigentlich ziemlich sicher nicht von jemand anders wiederum gekannt werden kann. Es gibt sogenannte Gifte in der Nahrung, das schon, und man kann diese Gifte vermeiden, aber das ist ein meiner Meinung nach mittlerweile ein voreiliger Schluss zu sagen, dass, ja, dass das Gifte, also dass man Dinge bewertet allgemein, dass man dann auch zum Beispiel bewertet, dass Gifte jetzt negativ seien und deswegen zu vermeiden sein, auch wenn der Verstand ist halt erstmal sagt, ja, Gifte muss doch negativ sein, aber wenn man vielleicht mal tiefer drüber nachdenkt, dann erkennt man vielleicht, dass die Dinge halt vielleicht wertfrei sind und dass es auch nicht schlimm ist, ein Gift aufzunehmen. Und ja, wenn man einfach mit der Wirkung dieses Gifts klarkommt, man kann halt auch trotzdem damit glücklich sein und man kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel nur 80 Jahre lebt, obwohl man 3000 Jahre leben könnte oder unendlich lange leben könnte, im Prinzip ist das ja komplett egal, solange man selber mit klarkommt. Das heißt, es kommt immer auf die eigene Wahrnehmung drauf an und dann gilt es einfach zu erkennen, was man für sich selber möchte und wo es einen dann hinzieht. Und es kann auch lange dauern, zu erkennen, was es genau ist. Aber im Prinzip kann man das auch sofort im Moment herausfinden. Und wenn man nicht diese konkrete Vorstellung davon hat, dass es jetzt auch für einen selber eine vorgegebene Ernährungsweise gibt, sondern dass man halt akzeptiert, dass sich das ständig verändert, dass das veränderlich ist, dass man auch nicht eine richtige Ernährungsweise hat und da ist halt so ein, sag ich mal, ein großes Maß von Loslassen vonnöten und auch den Verstand halt loslassen und halt nicht in diesen Behaftungen zu sein. Und also ich nehme mal ein Beispiel, was ich damit meine. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in Weizen ist Gluten drin und das habe ich bisher nicht so gut vertragen und so weiter und dann esse ich halt eher Reis und Hafer und Kartoffeln, sage ich jetzt mal. Und jetzt esse ich aber halt zum Beispiel trotzdem mal Weizen und ich denke einfach gar nicht drüber nach, sondern es passiert in mir etwas dadurch, dass ich mehr Energie und mehr Selbstdisziplin aus mir selber heraus generiere, wenn ich das esse. Das entspricht halt Lichtnahrung. Also was ich dann in mir selber generiere, was da sozusagen kompensatorisch wirkt, sodass dass man in der eigenen Schwingung bleibt, dass man sich von dem Externen nicht aus der eigenen Schwingung herausbringen lässt, dass man sich davon nicht abhängig macht. Und das ist dann sozusagen die Freiheit. Dass das eine zwar mehr Schadstoffe beinhaltet, aber man kann dann einfach kompensatorisch mehr entgegenwirken und das passiert bei mir zumindest automatisch, wenn ich halt nicht mit dem Verstand jetzt wieder denke, das ist jetzt aber schlechter und da ist jetzt mehr Gifte drin, also wirkt das jetzt wahrscheinlich auch schlechter, dann erschaffe ich mir diese Realität ja auch. Aber ich kann halt mir genauso die Realität erschaffen, das funktioniert bei mir zumindest unbewusst automatisch. Dass es mir nichts anhat. Und genau das gleiche habe ich auch mit den ganzen Trockenfastens gemacht. Also das habe ich jetzt auf YouTube noch nicht erwähnt gehabt, dass ich 11 Tage jetzt auch Trockenfasten gemacht hatte vor wenigen Monaten. Das heißt 11 Tage ohne komplett, also komplett ohne Flüssigkeiten, auch ohne Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten. Wir atmen übrigens 6 Tonnen Wasser pro Tag ein durch die Luft. Und da habe ich das gleich gemacht im Trockenfasten, dass ich einfach losgelassen habe von diesen ganzen Konzepten und dass jetzt die Umweltgifte, dass ich wegen Umweltgiften jetzt
dass deswegen nicht möglich sei, gar nichts mehr zu trinken, gar nichts zu essen, weil die dann die Umweltgifte bekommen. Ich habe davon auch losgelassen, einfach halt selber Energie generiert und meine Schwingungen hochgehalten, sodass das einfach negiert wird. Aber im Nachhinein habe ich halt für mich immer wieder erkannt, immer wenn ich in diesem Zustand war, wo ich eigentlich nie wieder was hätte trinken müssen, also das Bedürfnis weg war, das Körperliche sowie das Geistige, und es sogar darüber hinaus ging, ein bisschen in Sterblichkeit, da habe ich halt jedes Mal gemerkt, dass das für mich eigentlich noch keinen Sinn ergibt. Das war halt gut und wichtig für mich zu erfahren, aber das ist halt auch nicht der Stein der Weisen, sage ich mal so. Das ist auch einfach nur eine andere Stufe und ist auch nicht zu bewerten mit besser oder schlechter. Und ich will aber, oder ich möchte auch gerne und habe auch Spaß daran, andere Stufen wiederum zu erfahren. Die sind halt für mich gleichwertig. Und auch gleichwertig zu erreichen. Also ich fand es überhaupt nicht schwierig, Unsterblichkeit zu erreichen oder zu erreichen, 11 Tage nichts zu essen und nichts zu trinken oder das auch dauerhaft zu machen. Das sind auch wieder nur Konzepte im Kopf, die halt sagen, dass das schwieriger wäre, dass man nach gewissen Stufen gehen müsste. Ich finde es halt schon sinnvoll, nach gewissen Stufen zu gehen, weil man halt gewisse, ich sage halt nur, dass es halt Programmierungen sind, dass wir daran glauben, aber die Programmierungen sind halt da und deswegen kann es auch Sinn machen, nach diesen Programmierungen zu gehen, aber die sind halt auch änderbar und da kann man halt dann achtsam und bewusst so eine eigene Mitte finden, sage ich mal zum Beispiel. Und deswegen gibt es kein allgemeingültiges Ernährungskonzept. Und ich sag mal so, ich habe meins nicht gefunden, aber warum ich meins nicht gefunden habe, ist, weil ich es nie finden werde, weil es für mich kein richtiges existiert, weil für mich, egal was es ist, weder richtig oder falsch ist. Und also mich zieht es schon stark zum Nichtessen allgemein und zu Säften, aber was ich gemerkt habe, ist beim Nichtsessen, dass da einfach meine Meditation sehr, sehr stark wird und dass ich eigentlich nur diese starke Meditation suche. Und die kann ich auch erreichen, während ich esse und kann den Effekt so dann sogar noch verstärken, weil ich dann Freude durchs Essen empfinde und durch die Meditation. Ich gehe dann einfach mal so und mal so. Ich kann es einfach nicht genau sagen, letztendlich. Und ja, momentan finde ich zum Beispiel eine Gemüsepfanne sehr lecker mit so Avocado-Kräuterdip und manchmal so gebackenen Kürbis oder Süßkartoffeln dazu. Das mache ich ab und zu mal. Aber ich kann es ja nicht sagen. Manchmal finde ich auch so asiatische dünne Nudeln halt lecker und gut. Halt wenig davon. Und ist auch zum Beispiel heute so, dass ich heute zum Beispiel zweimal gekocht gegessen habe. Ohne Flüssigkeiten dabei. Also das eine war, glaube ich, das eine waren trockene Nudeln einfach nur mit Gewürzen. Und das andere Mal waren richtig gut gebackene Süßkartoffeln, wo dann auch nicht mehr richtig Flüssigkeit drin ist. Und ich habe den ganzen Tag nichts getrunken zum Beispiel, weil ich weiß nicht, ich hab kein Bedürfnis danach gehabt, habe trotzdem Energie und habe Sport gemacht. Diese Konzepte lösen sich dann einfach auf insgesamt. Genau, und ich hab dann dadurch einfach mehr Energie als zum Beispiel bei anderen Tagen, wo ich mich dann heute wieder an irgendein Konzept halte. Ja. Aber ich hätte es genauso gut auf Orangensaft trinken können die ganze Zeit, und dann hätte ich mich einfach darauf eingestellt und wäre damit in absolute Resonanz gegangen und wäre dann genauso gut mit klargekommen. Dann sähe es vielleicht mein Körper ein bisschen anders aus, aber geistig wäre es bei mir genau gleich ausgesehen. Und im Prinzip geht es für mich auch letztlich um den Geist. Also ich will das Video nicht zu lang machen, weil ich auch nicht so viel Bandbreite habe, um Sachen hochzuladen. Aber ich werde auf jeden Fall zu dem Thema noch weitere Videos machen. Ja. Eine Sache noch, also ich sehe auch bei den meisten, die halt dauerhaft nicht mehr essen, also finde ich, dass die ungesund aussehen. Also eigentlich alle. Entweder das oder im Fall von anderen, die dann vielleicht körperlich gesund aussehen, entdecke ich total viele psychische Störungen noch, sag ich mal so. Und das kann halt daran liegen, dass die ganze Sache zu schnell ist, einfach so auf Nichtessen umzusteigen. Oder zumindest halt mit dem Hintergrund, sich da reinzuzwingen, sage ich mal so. Oder halt das möglichst schnell erreichen zu wollen, oder aus, weiß ich nicht, so aus halt irgendwelchen Gründen, die halt nichts mit Freiheit zu tun haben, mit absolut freier Entscheidung. Es kann schwierig sein, sich von diesen ganzen Konzepten zu lösen, das schon.
um solche Psyche, also ich denke halt mittlerweile, dass man halt diese ganzen psychischen Sachen und geistigen Sachen, dass die alle zu heilen sind, bevor man, ich sag mal, nicht die Möglichkeit hat, dauerhaft nichts zu essen, aber bis es halt Sinn macht. Und ja, im Prinzip geht es auch nicht um diese Sachen. Es gibt auch kein wirkliches Ziel, man ist schon am Ziel. Es gilt nur zu erkennen, dass man schon am Ziel ist und das die ganze Zeit. Und dann will man aber trotzdem irgendwo hingehen und macht das dann halt. Aber da gibt es auch keine Eile oder sonst was. Und ja, wie gesagt, viele Dinge, also wir sind halt geistig noch sehr stark programmiert und unfrei und haben viele Störungen und Krankheiten psychisch. Und das gilt es vielleicht erstmal alles zu heilen und zu transformieren, bevor das Nichtessen Sinn macht. Oder bevor vielleicht sogar Rohkost, komplette Rohkost Sinn macht. Das liegt dann auch wieder in der Individualität. Also ich suche weiterhin nach meinem Ernährungskonzept, während ich halt gleichzeitig weiß, dass ich es nicht finden werde. Weil ich halt einfach diese Reise an sich genieße und halt nicht das Ziel, weil ein Ziel gibt es nicht. Das habe ich gemerkt, als ich halt angeblich an dem Ziel war, darf nicht mehr essen zu können, zu müssen, meine ich. Oder halt nicht mehr schlafen zu müssen, eine Woche habe ich auch gemacht. Ohne dass das halt, dass ich irgendeinen Abschluss davon gekriegt hätte oder dass man unsterblich war und alles losgelöst. Das ist aber nicht das Ziel. Die Reise ist quasi das Ziel, auch wenn sich das abgedroschen anhört. Und deswegen suche ich halt die ganze Zeit und bin die ganze Zeit auf der Reise, ohne mich zu drängen und gleichzeitig mit dem Wissen, dass ich halt nie das Optimale finden werde, weil das nicht existiert. So, jetzt mache ich aber Schluss. Ciao.